Hi, wir sind wieder bei PwC. Das ist Stefan von Klangrad, ich bin Nico und wir arbeiten uns heute für euch durch die Paul Reed Smith US-Serien. Ja, was haben wir denn hier Schönes vorliegen? Also ich habe ja schon gestern mal looten dürfen, ne? Genau, jetzt bin ich schon ein bisschen vorbereitet quasi. Mein lieber Scholli, ich habe sie nicht gespielt, aber ja grundsätzlich keine Gitarren, die ich testen muss. Wir wollen ja nicht voreingenommen sein. Richtig. Und ich muss echt sagen, die sind aber alle so schön. Das ist ja so ein Paul Reed Smith Fable, ne? So, die sind halt einfach schön. Ja, kann man nicht anders sagen. Ja, ja. Auf jeden Fall immer ein Hingucker. Auf jeden Fall. Was habe ich denn hier gerade in der Hand? Wir haben hier eine S2, also S2 ist die Serie, und dann eine Custom 2408. S2, wie gesagt, so die, ich sag mal, Einsteigerserie bei den Paul Reed Smith OS-Modellen. Im Vergleich dann zu den Core-Modellen zum Beispiel oder zu den CEs, zu denen wir später noch kommen. Ein bisschen andere Deckenfräsung, Deckenwölbung, sage ich mal. Also eine relativ gerade Decke, die dann schräg abfällt quasi zu den Seiten. Im Regelfall kein Binding. Bisschen andere Tonabnehmerbestückung, ein bisschen anderes Tremolo als bei den anderen Modellen. Ansonsten Custom 24, zum einen bei PRS immer so diese klassische Double-Cut-Form letztlich, mit dem man die ja auch verbindet. Mhm. 24 wegen der 24 Bünde. Mhm. Und die 08 hat dann immer technisch nochmal diesen Coil-Split pro Tonabnehmer. Ja, jetzt halte ich halt den Kopf. ja, grundsätzlich zur Schaltung. Wir haben einen Lautstärkeregler, wir haben einen Höhenregler, wir haben einen 3-Wege-Wahlschalter für die Tonabnehmer und wie gesagt, wir haben hier über diese Mini-Switches immer nochmal die Möglichkeit, die beiden Humbucker zu splitten, jeweils voneinander getrennt für ein bisschen mehr klangliche Vielfalt. Gott sei Dank, dass du es erwähnst. Ich habe schon wieder, kennst du das, weißt du noch, wie früher in der Schule, ne, mit der Prüfungsangst und so? Ich habe mir gedacht, oh, PRS habe ich ja auch, ne? So, dann nehme ich mir das hier löt und ziehe diese beiden Schalter da unten dran und habe Angst, dass diese Frage kommt. Ja, die hast du nämlich nicht. Die habe ich nämlich nicht. So. Ne? Und, aber jetzt weiß ich, also vorne dachte ich, ja, habe ich schon für den Coil-Split entdeckt, das habe ich schon gehört. Aber hinten hat er nichts gemacht und ich dachte, oh, ist das vielleicht parallel oder keine Ahnung, vielleicht geht dann hier am Hannover Flughafen bei der Landebahn das Licht aus. Komm, lass nicht hoffen. Gott weiß was. Ne? Aber tatsächlich war es für den Steak-Pickup. Richtig. No? Und das heißt, man kann getrennt splitten. Das ist eine sehr geile Sache, wie ich finde, denn so hat man dann auch mal die Kombi, wenn man in der Mittenposition ist, tatsächlich mal Single-Coil-Humbucker zu spielen. In also, jeder Variante, ne? Ja, so oder so. Das ist gut. Ne? Bei meiner ging das ja noch über einen Pull-Switch. Ne? Und da habe ich immer am Falschen gezogen, hatte die Kappe immer in der Hand. Weißt du, das ist so. Ja gut, das passiert dir hier nicht mehr. Wenn rohe quasi Kräfte walten. Genau. Es muss doch splittbar sein, verdammt! So, nee, aber ja, was mir aufgefallen ist schon beim Spielen, die ist einfach wunderschön. Die ist einfach spielt wunderschön. Naja, genau. Das ist so quasi ein in Holz gegossenes Kissen. Und ich möchte sie immer plüschen. Ich möchte diese Gitarre plüschen. So, aber sie kann mit Sicherheit auch rocken. Nicht so wie eben gerade im Intro mit der ganzen Schmuwe-Musik. Und das wollen wir mal testen. Also riffen kann sie auf jeden Fall schon mal. Definitiv. Ja, also das scheppert, würde ich sagen. Ja, war auch alles so, wie ich das wollte, mit Humbucker und so. Und habe ich sie jetzt zerspielt? Minimal. Aber ich habe ja eben gerade das Tremolo benutzt. Also, ihr habt ja jetzt gesehen, ne? Funktioniert. Also in liebevollem Maße, aber funktioniert.
Aber gut, dass du es ansprichst. Grundsätzlich, man sagt ja bei Paul Reed Smith so ein bisschen, Custom 24 ist so dieses Hybrid-Ding zwischen den anderen beiden großen Amerikanern. mit langer Mensur und Tremolo quasi, ja. Aber ansonsten halt Mahagoni-Korpus, geleimter Mahagoni-Hals, Ahorn-Decke. Was sagst du dazu? Gar nichts. Ja, du weißt ja, ich besitze ja eine PAS, weil sie mir so gut gefällt. Und ja, sie hat auf jeden Fall, sie liegt von der Haptik zwischen den Beinen mit Gibson. Weißt du ja, Gibson hat so seine Qualitäten. Ne? Und meine Finger sind aber ein bisschen zu lang. Außerdem ist die Gitarre ein bisschen zu klein. Also deswegen, ne? Aber es ist eine schöne Gitarre trotzdem, um sie mal beim Namen zu nennen. So, das sind die beiden großen Amerikaner. Nicht, dass einer an Washington oder Lincoln denkt hier. Ne? So. Wir reden hier von hier S7-Ender und Gibson. Und ja, und die PRS liegt von der Mensur her direkt dazwischen und das finde ich halt ganz neckisch. Und außerdem gefällt mir die Form und von der Haptik her hat sie ein ganz einzigartiges Spielgefühl. Also muss man wirklich sagen. Ne? Also sie spielt sich einfach rundum schön. Schreien kann sie eben auch. Und, ach ja, und natürlich. Schön! Dafür, dass ich überhaupt keinen Schimmer mochte, bevor wir das Blackstar-Ding meinten. Also, das, ja, also jetzt kann es gar nicht genug sein, wie ich finde. Ich merke das schon, ja. Ja. Wundervoll. Und was mir natürlich auch sehr gut gefällt, sind die Tuner hier oben, wo ich auch erstmal eine Ewigkeit überlegen musste, wie die Dinger überhaupt funktionieren. Warum sehen die so komisch aus? Ne? Richtig, warum sehen die so komisch aus? Und das sind nämlich Locking-Mechaniken, wie ich dann rausgefunden habe, als ich einen Presslufthammer angesetzt habe, weil ich dachte, sieht aus wie eine Schraube, hol ich mal eine Bohrmaschine. Ne? Und ja, und die schraubt man einfach hier oben auf, tu die Seite rein, schraubt hier oben zu und dann ist fertig im Gelände. So, die meisten kennen vielleicht Locking-Mechaniken mit den hier, genau, von Sperzel oder Goto oder so. Aber die sind, das ist auch ein bisschen was Einzigartiges. Also finde ich ganz gut, dass man so vorne einspannen kann. Das ist hier ein einzigartiges System. Nur wie gesagt, lass den Bohrhammer weg. Ja, und ansonsten, was kann ich sonst noch sagen? Bünde sind hervorragend abgerichtet. Die sieht einfach wunderschön aus. Ich hätte zu Nico schon gesagt, wie heißt die Farbe? Bleistiftgrau? Elephant Grey. Oh, so ein bisschen an Elefantenhaut erinnert. Ich stand noch nie so dicht vor einem Elefanten. Ist vielleicht auch besser so. Heißt Überlebensinstinkt. Ja, aber glaube ich den? Ist alles gut? Ist das auch Holz? Das ist auch Holz, ja. Es ist Ahorn, es ist ein Ahorn-Decke drauf, ja. Siehst du? Alles original. Häufig zu erwerben. Großartig. Ja, finde ich wundervoll. Frage, was haben wir da? Ich wollte es nicht sagen. Genau, das ist so ein bisschen der Ausreißer, sage ich mal. CE 24, also auch eine Custom 24, auch wieder, wie gesagt, 24 Bünde, gleiche Korpusform. Wie gesagt, Deckenwölbung ist hier ein bisschen abgerundeter, ein bisschen mehr Schwung an den Kanten, sag ich mal. Wie wir schon sehen, keine Splitschalter. Brauch ja nicht an irgendwas ziehen, ja. Brauchst auch an nichts ziehen, also sonst hast du wieder den Knopf in der Hand. Das wollen wir ja nicht. Es ist da hier, muss ich sie kaufen. Schon wieder. Es ist die normale Custom 24 quasi. Einfach Lautstärke, Volume, 3-Wegeschalter. Aber aus der Classic Electric-Reihe. Deswegen CI24. Und wenn du das Ganze mal umdrehst. Unmöglich.
Unmöglich. Ja. Ah, diese? Verkehrt rum. Da. Genau, sehen wir eigentlich auch ganz gut, was der Unterschied ist. Wir haben einen geschraubten Hals anstatt dem sonst üblichen geleimten Hals bei POS und das ist in diesem Fall auch kein Mahagoni, sondern ein Ahornhals. Ansonsten auch wieder Mahagoni-Korpus, schöne Ahorndecke vorne drauf. Ja. Geil. Also das finde ich ja immer gut, so simpel wie möglich, aber mir fällt noch was auf. Was fällt dir auf? Was ist denn? Das sind andere Pickups hier. Das sind andere Pickups. Ja, sehen, genau. Das die sehen hier, ich nehme die andere nochmal in der Hand hier. Schaut mal her. Das ist so das, was ich kenne, was so PRS seit Jahrhunderten in seine, von Mozart abgesegnet sozusagen, seit 1760 in seine PRS klöppelt. Und das sieht anders aus. Wobei das der PRS-Pickup ist, quasi. Ja, also das, was wir bei der Classic Electric haben, was wir bei den Core-Modellen haben, ist so ein bisschen kantiger, ein bisschen eckiger, das Ganze. Ne, wenn wir uns so die Abdeckung der Spulen angucken. Ja, also es sind die US-Pickups, die wir, wie gesagt, auch in den Core-Modellen dann haben. Also da dann kein Unterschied mehr. Tremolo ist, wie gesagt, noch ein bisschen anderes an der Stelle. Wir haben hier auch wieder, wie bei der S2, die Top-Locking-Mechaniken. Ja, das genau, aber ich gehe ja bei PRS immer nach Optik, bei allen anderen Gitarren nach Sound. Ne? Weil ich setze ja Sound voraus bei PRS, so. Von daher gehe ich nach Optik. Also wenn das Original ist, was ist denn das dann? Ist auch Original PRS? Siehste, jetzt verwirr mich nicht. So, da kenne ich nämlich seit 1760. Ist eine andere Produktion. Na also, okay. Aber viel wichtiger ist, kann sie auch rocken. Stück. Ah! Alter Schwede. Mein lieber Scholli. So. Alter, sogar da. Eieiei, sehr schön. Geil. Also der Hals. Genau. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Schönste Gitarre der Welt. Ich bin Stefan, das ist Nico. Fertig. Nee, ganz so einfach nicht. Nein! Ach. Schade. So, na dann, erleuchte mich. Ja, wieder Custom 24, wir wollen es ja so ein bisschen vergleichbar halten, ne? Dass man so eine Idee davon bekommt. Die hat einen ganz besonderen Geruch, den kenne ich sonst immer von gewissen Köfferchen. Weil die aus dem Koffer kommen. Siehste? Ne? Unterschied zu den anderen beiden, die kommen in der Tasche, die kommt im Koffer. Ah, und der Koffer ist aromatisiert, Freunde. Mann, habe ich ewig nach diesem Aroma gesucht. Habe ich mir importieren lassen. Habe ein paar Brieftauben extra über den Teich für mich befördert, damit ich jede Woche ein kleines Tröpfchen davon in meine Koffer geben kann, um diesen Geruch. Herrlich. Oh. So.
Genau, Alter. Koffer ist natürlich nicht der einzige Unterschied. Core-Serie, also das, was man klassischerweise so mit PRS verbindet, wie gesagt, auch wieder Custom 2408 in diesem Fall. Wir sehen es, wir haben die beiden kleinen Kippschalter. Mhm. Deckenwölbung bei dieser von allen dreien am extremsten ausgearbeitet. Merk ich auch, ja. Und ja, was wir halt auch sehen können, hoffe ich zumindest, diese Vertiefung für die ganzen Schalter und Podis, die wirklich so in die Decke eingelassen sind. Vor allem sehr schön gemasert. Ne? Das ist ja dann auch so dieses PRS-Ding einfach mit den Wahnsinnsdecken. Bird Inlays haben wir grundsätzlich bei allen gehabt. In diesem Fall aber so ein Perlmutt-Abalone-Mix. Ne? Nochmal so ein bisschen, mehr fancy quasi als bei den anderen beiden. Genau, ansonsten auch hier klassisch Ahorn-Decke. Das mit den Pickups haben wir ja geklärt. Das sind die Standard-Pickups. Ne? Ja, ist. Und ist das, sag mal, kann ich hier in diesem Licht, macht so eine Farbe, ist das ein Brass-Tremolo? Also hier auf Richtig. Der Seite kann man es besser genau, erkennen. Ne? Also wir haben ja bei den anderen beiden schon gesagt, es ist ein kleiner Unterschied, was das Tremolo angeht. Es ist eigentlich gar nicht mal nur so ein kleiner, wie du schon sagst. Also der Block bei dem Tremolo ist ein gefräster Messingblock. Wir haben Messingschrauben drin, wie gesagt, halt da nochmal eine etwas andere Geschichte. Wir haben auch wieder Top-Locking-Mechaniken, also allerdings auch aber hier. Aber offen genau, sind sie diesmal. Bisschen was für die Optik da offen auch. Sind sie diesmal, genau. Kann der schlaue Survivalist eine Dose mit aufmachen. Aber irgendwo muss er herkommen. Wahrscheinlich einer mal probiert und gedacht, das sei eine gute Idee. Aber hat was. Passt zur Optik auf jeden Fall. So, ne? Pro. Und dann halt auch hier mit dem, das ist mit dem so gebürsteten, genau, das ist gebürsteter, gebürsteter Bums. Stahl. So, jetzt habe ich das Wort. So. Genau. So. Hervorragend. So, dann wollen wir doch mal, wir sind jetzt hier im Humbucker-Mode auf dem Steg-Pickup. Und dann wollen wir mal, ohne Schimmer, Freunde, ohne. Gucken mal. Single Coil. Wenn man schon ein bisschen das perlt, ne? Humbucker. Ein bisschen mehr Power! Muss sie können. Geil. Ja, kann sie, ne? So ein bisschen so schön perlig, so wie ich das gehört. Und mal beide splitten und mal beide aktivieren im Split-Sound. Ich kann den Heil nicht deaktivieren, das habe ich mir verboten. Also geht nur sowas, Freunde. Ja. Mir ein bisschen zu spitz. Aber man kann ja, man hat ja einen Tonregler. Eben. Da kann man sich ja gönnen. Möglichkeiten gibt's ja. Oh ja, jetzt kommen wir schon in den Bereich. Wo ich hin wollte. Dahin. Mi. Hervorragend. So. Aber das interessiert uns ja alles nicht. Wir wollen ja die Maserung abspachteln. We'll be right back.
war nix. Warum nicht? Lag jetzt an dir? Ja, nee, das lag auf keinen Fall lag das an mir. Nein, die war, wie soll ich sagen, das ist einfach zu schön. Ich bin zu vorsichtig. Wir probieren es nochmal. Besser. Animiert mich. Muss immer ein bisschen vorsichtig sein, deswegen hat das vorher noch nicht so richtig funktioniert, weil die ist, ich müsste sie sonst kaufen. Wie immer also. Großartig. Ich verdiene an diesen Videos nichts. Ich kaufe mir mal was. Das ist echt furchtbar. So, ja. Wunderschöne Axt. Also man merkt, was soll ich sagen? Man merkt ihr halt, also man merkt eigentlich allen an, die schwingen unglaublich freizügig. Ja, also die haben richtig Bock, gespielt zu werden. Ja, der ist natürlich, da kommt der ganze PRS-Träumchen, kommt da noch mit drauf geträufelt, ne? Also alleine schon, dass man bei der Maserung ein bisschen Licht und mit den Shapes eben, also quasi das, was die da wirklich rausmassiert haben aus dem Baum. Ne, wie macht Paul das eigentlich immer? Hackt der 100 Bäume klein und guckt dann mal, was richtig geil aussieht und schmeißt den Rest in den Atlantik? Noch nicht dabei beobachten können, von daher kann ich es dir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ja, aber man kann ihn fragen das nächste Mal. Ich werde das mal ansprechen. Ja, das wäre, glaube ich, ganz, ganz vernünftig, weil ich kann mir immer gar nicht erklären, wo er diese schönen Hölzer herkriegt. Ne? Also wirklich wunderbar, auch farblich finde ich sie wunderschön abgestimmt. Ich entdecke hier immer was Neues, gerade mit dem Abalone. Dann hast du hier diese cremefarbenen Pickguards, das Messing, Tremolo, ne, was hier oben, weil die sehen ja quasi alle aus. Diesen Messing-Touch haben ja alle Lockings, die wird da wieder aufgegriffen. Genau. Da hast du den gebürsteten Stahl und du hast tatsächlich gerade einen naturbelassenen Headstock. Genau, der ist ja nur gebeizt, ne? Genau, also wir haben tatsächlich bei dieser hier auch ein Ebenholz-Griffbrett und dazu quasi Matching-Headstock. Nochmal. Ich sag Ebenholz-Matching-Headstock. Richtig. So, hervorragend. Ebenholz. Ebenholz. Geil. Sonst hatten wir ja Palisander bei den anderen beiden. Stimmt. Aber Ebenholz und Matching-Headstock. Ja, wie gesagt, der Headstock halt naturbelassen, wie beim Griffbrett auch. Also hervorragend abgestimmt. Eigentlich bei den Modellen auch immer, auch fast immer so. Ne? Also der macht das so ein bisschen. Da das Instrument ein Gesamtkunstwerk ist, also schließt eine Versicherung ab. Und auch dann habt ihr Pech, weil dann kriegt er nur die Kohle wieder, aber nicht die Gitarre, wenn sie kaputt geht. Weil es gibt leider keinen Baum, der nochmal so aussieht. Ja, ist das Problem. Man sagt ja bei Paul Reed Smith immer, die Gitarren sind zu schön. Kann ich aber nicht bestätigen. Meine ist schon ein paar Mal umgefallen und hat Gott sei Dank die Kratzer an der richtigen Seite. Da sieht man das nicht. Man muss immer zusehen, dass sie auf die richtige Seite fällt. So. Ja. Wunderschön. Genau. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Eindruck davon vermitteln, was es da so gibt. Wie gesagt, kleiner Eindruck. Wir haben inzwischen wieder deutlich mehr als nur diese drei da.
Was die US-Modelle angeht, ansonsten natürlich auch noch eine große Auswahl an SE-Modellen. Da wird sicherlich auch noch mal ein entsprechendes Video zu folgen. Und die sehen alle hübsch aus. Ja, auch alle. Hier, ne? Gibt's die gar nichts. Die sehen alle hübsch aus. Das ist echt hübsch. Sexy Gitarren sind das. Oh. Und sogar für jeden Griffbeartypus was dabei. Aaron hat da auch, sehe ich da oben. Ja, inzwischen Wahnsinns also, Bandbreite, muss man ihn ja auch ganz klar lassen. Ne? Also eigentlich für jeden Geschmack irgendwie was dabei. Ja, damals hast du vorher immer sagen müssen, ich hätte gerne eine Gitarre. Kein Problem mit Aaron-Griffbrett. Okay, hier komm. Erste 10 Scheine. 15? Ne, und heute funktioniert super. Genau. Ne, früher hast du da so richtig so, ich nur ein bisschen stärker mehr. Aber jetzt, also alles dabei. Alles dabei. Freunde, es war mir wie immer ein inneres Tütensuppen aufgießen. Ich bin Stefan, das ist Nico. Habt viel Spaß, kommt vorbei. Testet die PAS-Gitarren. Und bis bald, Freunde. Bis dann.